Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich und zwar geht es um die Winteredition von der InStyleBox. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die InStyleBox ist eine Beautybox, die sowohl Beauty als auch Food als auch Lifestyle-Produkte beinhaltet und sie wird mir in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt. Deswegen darf ich auch in diesem Video eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ein paar Randdaten einfach mal zu der Box. Die kostet zwischen 25 und 30 Euro pro Box, je nachdem, welche Aboform du wählst. Und erscheint viermal im Jahr, also immer passend zu den Jahreszeiten. Jetzt haben wir die Winteredition 2020-2021. Und das sind dann halt auch immer Produkte, die ein bisschen größer sind, die auch natürlich vom Wert her etwas höher sind. Und das finde ich ganz cool. Also hier haben wir halt auch viele Full Sizes drin, also nicht wirklich so Probiergrößen, sondern halt wirklich Klopperprodukte. Und ja, ich bin gespannt, auf welche Reise mich jetzt diese Box führen wird. Sie ist interessant immer wieder gefüllt, muss ich sagen. Also wir hatten schon Produkte mit dabei, die mich umgehauen haben, wo wir einen richtig krassen Wert drin hatten. Dann wiederum hatten wir Produkte drin, wo ich gedacht habe, Also ich bin gespannt, was jetzt im Winter hier auf uns zukommt. Und ich nehme jetzt einfach mal den Deckel ab. Habe ihn in der Hand. Da steht nichts drin. Ist einfach ein Deckel. Und hier haben wir dann tatsächlich auch den ersten Blick auf die Box ohne Deckel. Ich rieche mal kurz dran. Mir kommt jetzt so kein bestimmter Duft entgegen. Also da scheint nichts irgendwie parfümiert, großmäßig irgendwas drin zu sein. Wir machen mal den Klebi zusammen auf, der das Seidenpapier verschließt. Das ging jetzt gerade ein bisschen einfach. Und hier haben wir dann auch dann das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Das ist hier auch nochmal drauf geschrieben. Winteredition 2020-2021. Achso, und drei Ausgaben der InStyle E-Paper. Der InStyle als E-Paper hast du auch noch mit dabei. Und das ist das schöne Weihnachtsdesign. Und das Weihnachtsdesign haben wir tatsächlich auch nur, wenn wir das haben, immer nur auf diesem Begleitheft mit dabei. Die Box an sich kommt immer in diesem gleichen Design. Immer in weiß mit diesem holographisch roten Logo. Und ja, da bin ich jetzt einfach, ich sehe schon einige Sachen. Wow, wir haben ja aber sehr hochpreisige Sachen drin. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Ne? Wir haben jetzt hier den ersten Blick. Die Preise stehen jetzt hier nicht mit drin. Die werde ich mir mal auf dem Internet so raussuchen und dann Pi mal Daumen auch euch hinschreiben. Ich werde euch auch zum Ende des Videos mal einblenden, was so die ganzen Boxen dieses Jahr für einen Wert hatten und welches Preis-Leistungs-Verhältnis es dann quasi auch war. Habe ich bei den anderen Boxen auch gemacht, einfach damit ihr so einen kleinen Überblick habt. Fand ich ganz gut und ihr habt es auch ganz cool gefunden. Als erstes sehe ich hier nämlich etwas von Emma Hardy. Das ist der Moringa Cleansing Balm. Da haben wir 15 ml von drin. Das ist, ich glaube, das kann man auch so kaufen tatsächlich. Ist aber jetzt nicht die absolute Originalgröße, glaube ich. Weiß ich jetzt aber nicht. Ist ein sehr, sehr festes Produkt. Mache ich jetzt aber nicht auf, weil es nicht bei mir bleiben wird, weil ich habe da noch das ein oder andere Backup von tatsächlich. Ein festes Produkt, was man so mit dem Fingernagel am besten rausnimmt. Dann nimmst du dir das zwischen die Finger, erwärmst du das ein bisschen und gibst es dann vorsichtig auf die Augen und kannst dich damit dann vorab schminken. Also das ist im Prinzip ein Produkt, was du zum Double Cleansing verwenden solltest, sage ich jetzt einfach mal, weil du nimmst es dir natürlich dann auch mit Wasser runter. Das heißt, ne, so, ich bin aktuell auch sowieso in diesem Mut, dass ich super gerne Abschminkbalsame verwende. Also erst das auf, drauf, ne? Dann unter die Wassergedönsen, Wasser wie auch immer, mit den Fingern zu gehen, dann Wasser einarbeiten, dann würde ich es nochmal machen, nochmal einarbeiten und dann halt das Gesicht abwaschen. Was ich dann mache, nachdem ich so einen Abschminkbalsam verwendet habe, ist dann nochmal ein Schaumcleanser oder ein Gelcleanser oder was auch immer, ne? Nochmal zu verwenden für das komplette Gesicht und dann ist mein Gesicht auf jeden Fall immer super sauber. Ja, man sieht es tatsächlich, ne? Ich bin auch gerne mal doll geschminkt, ne? Ich verwende solche Produkte, also diese, den zweiten Step beim Double Cleansing mache ich aktuell auch mit so einer Gesichtsreinigungsbürste. Die werde ich euch demnächst auch mal vorstellen. Werde ich euch auch, ich glaube, heute Abend, wenn ich das Video drehe, werde ich das auch mal auf Instagram euch vorstellen. Folgt mir da gerne, da heiße ich AIDUIP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Und ja, da seht ihr dann Dinge aus meinem Leben und was ich so kurz mal treibe, keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich den ganz cool. Der Geruch ist gewöhnungsbedürftig, weil er doch sehr, sehr kräuterig ist.
Ist mir beim Abschminken ehrlich gesagt relativ pelle, um ehrlich zu sein. Aber es ist ein cooles Produkt, ne? Und Emma Hardy, hochpreisige Marke. Das heißt, es fängt schon mal recht gut an. Dann haben wir hier das nächste Produkt. Und das ist so ein kleines Täschchen. Das sieht ja süß aus. Ich weiß nicht, was ist, ob das eine bestimmte Marke ist oder so. Da steht jetzt so nichts drauf. Ist mit so einem... Ah, guck mal. Money Honey. Okay, das ist eine Geldbörse. Ja. Weiß ich jetzt nicht, ob ich da jetzt mega drauf abfahre, ob ich das jetzt so hart feiere. Würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so sagen, weil mir das dafür für eine kleine Geldbörse zu groß ist und für eine große Geldbörse zu klein. Und das mir persönlich würde hier das, also wenn ich Hartgeld hätte, würde mir das rausfliegen. Was du natürlich reinmachen kannst, sind Scheine und Karten halt, ne, wenn du einen Ausweis oder sowas mitnimmst. Aber für mich wäre es halt tatsächlich für ein Party-Portemonnaie zu groß, weil ich stecke mir meine Party-Portemonnaies immer in meine Stiefel. Und dafür ist das hier dann doch schon wieder zu groß, leider. Was ich mir vorstellen könnte, ich habe jetzt hier mein Handy nicht da, vielleicht passt da ein Handy rein, dass man das quasi als Handytasche nehmen könnte. Aber feiere ich jetzt nicht so, dass... Produkt, muss ich gestehen. Dann habe ich hier das nächste und zwar ist das von Art Deco. Das finde ich sehr interessant. Push-Up Volume Hot Chili Lip Booster. Das ist dieses hier. Und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, deine Lippen aufzuplumpen. Entweder machst du das so mit Menthol und Minze oder du machst es halt auch mit Wärme, also mit Chili. Hier haben wir 3 ml drin. Ich weiß jetzt nicht, ob das so eine Full Size ist oder ob das eine Sample Size ist. Ich weiß auch nicht, ob ich den schon da habe, um ehrlich zu sein. Ich habe ja auch den ein oder anderen Adventskalender aufgemacht. Aber das habe ich, glaube ich, noch nicht da. Nee, der scheint auch so Schimmerpigmente mit drin zu haben. Feier ich. Tatsächlich, ne? Ich mache jetzt gerade so einen Lippentest. Also da kommt jetzt demnächst auch ein Video zu online. Heute ist der erste Tag. Yay. Morgen, übermorgen geht es dann weiter. Und dann kommt es online. Deswegen mache ich das jetzt nicht auf die Lippen drauf. Riecht auch wirklich wie Chili mit Menthol, also wie Chili-Kaugummi. Ja, wird ein klarer Gloss sein, ne? Werde ich auf jeden Fall mal austesten, aber das hier wird wahrscheinlich eher eine Sample Size sein. Ja, das ist aber sehr interessant, das finde ich cool. Da habe ich jetzt direkt mal die Verpackung weggeschmissen, das wird behalten. So, dann haben wir als nächstes etwas Spektakuläres, was ist das? Maikraut Toppings, ein Brot-Topping. Das sieht ja fancy aus, guck mal, mit 22 Gramm. Über Brot? Sind das Kräuter oder was ist das? Gewürzmischung für belegte Brote. Da sind so Pfefferkörner drin, dann sehe ich hier auch Kornblumen. Was ist das hier noch? Interessant. Aha. Persisches Blausalz, Paprikagranulat, Tomatengranulat, Schwarzkümmel, roter Pfeffer, Schnittlauch, Sesam, Bohnenkraut, Zitronenschale und Kornblumen. Das perfekte würzige Topping für belegte Brote, ob fruchtiges Tomatenbrot oder eine Stulle mit Dip. Das Brottopping gibt deinem Abendbrot richtig Pfiff. Ach, interessant, ne? Kann ich mir auch so über Frischkäse ganz gut vorstellen. Ich mache mir gerne immer so, wenn ich mir sowohl zum Frühstück als auch zum Abendbrot, ne, mache ich mir immer sowohl was Herzhaftes als auch was Süßes. Und da kann ich mir das ja auf jeden Fall auf der herzhaften Seite vorstellen. Wobei ich wahrscheinlich schreien werde, wenn ich so einen Pfefferkorn damit drauf habe, ne? Puh. Das könnte sehr scharf werden, aber das sieht schon cool aus in so einer Reagenzglasverpackung. Ist Plastik, aber es ist gut, weil sonst, ne, könnte es auch schnell brechen. Finde ich echt geil. Schärfeskala 1 von 5. Okay, ja gut. Also vielleicht dann doch nicht so scharf, wie ich befürchtet habe. Sieht man die Schärfeskala? Ich glaube schon, ne? Ja. Mal gucken. Mal gucken. So, dann habe ich hier mein New Hair. Das ist ein Riesending. Keratin-Tiefenpflege-Haarmaske. Wow, für trockenes, brüchiges und strapaziertes Haar mit Keratin und Kokosnussöl. 350 ml. Der Wahnsinn. Also das ist echt ein großes Ding hier. Also ordentlicher Buttig. Ich rieche da mal dran. Ich bin eigentlich kein Fan von Kokos, wenn das halt so künstlicher Kokos ist. Wenn das so natürlicher Kokosduft ist, mag ich den schon ganz gerne. Aber ja, wir gucken mal. Das riecht schon sehr intensiv nach Kokos, Leute. Ich weiß nicht. Da muss ich nochmal gucken. Ich habe jetzt einige Haarmasken da, welche ich dann... Aber das mit Keratin, und Keratin ist eigentlich echt gut, ne? Ich muss schauen. Stärkt und kräftigt die Haarstruktur sichtbar, gibt dem Haar intensive Pflege, extra Geschmeidigkeit und strahlenden Glanz, verstärkt die Widerstandskraft der Haare, erleichtert die Kämmbarkeit und schützt das Haar vor Haarbruch. Sowas lasse ich auch ganz gerne, also ein- bis zweimal pro Woche
sollte man das anwenden. Und ich verwende sowas auch jeden Dienstag und jeden Freitag, ne? Und ja, das kann man auch sich gerne mal so über Nacht drin lassen oder so, ne? Weil je länger du eine Haarkur drin lässt, desto intensiver kann die wirken. Oh, Mensch, Mensch, Mensch. Ja, ich muss mal gucken. Ist halt Kokos, ne? Und Kokos ist immer schwierig. Das mag nicht jeder. Manche lieben es, manche hassen es. Dann habe ich hier etwas von Polar. Das ist eine Nachtcreme mit 15 Millilitern, eine Revitalizing Cream mit dieser Borealalge. Die haben wir auch öfter schon mal drin gehabt, ne? Ich vertrage das leider nicht ganz so gut. Deswegen ist es auch nicht so meine Welt. Mensch, nicht meckern, Claudi. Aber es ist eine gute Marke. Ist auch recht hochwertig, hochpreisig. Ja. Gut, dann haben wir etwas, was uns jetzt ein bisschen mehr Richtung Weihnachten bringt. Und zwar, Quatsch, Richtung Weihnachten vor allem, Richtung Winter. Tetox ohne Aromen. Natural Defense. Organic Green Tea with Ginger. Das ist Ingwertee. Da sind 12 Teebeutel drin. Und das sind diese pyramidenförmigen Teebeutel. Das finde ich immer ganz fancy. Und ja, Ingwertee, da habe ich jetzt auch aktuell einen offen. Der wärmt auch wirklich von innen. Also Ingwertee ist auch nicht jedermanns Sache. Ich trinke aber Ingwertee super gerne mit ordentlich viel Honig. Und dann schmeckt er mir auch richtig gut. Man hat halt diese Schärfe, die auch einen von innen echt wärmt. Also die Produkte passen schon zum Winter, ne? Das ist schon ziemlich cool. Ja, definitiv. Ne? Ingwertee kann man auf jeden Fall gut gebrauchen jetzt im Winter. Deswegen, das mag ich wohl. Jetzt haben wir etwas... Okay, Dr. Lip Original Nipple Balm for Dry Skin, Luscious Lips and Glossy Bits, Multi-Use Skincare, 8 Milliliter. Okay, da habe ich schon mal von gehört. Ne? Also eigentlich ist das Ding mal entwickelt worden, wirklich für die Nippel, wenn man halt am Stillen ist oder so, dass man da halt entsprechend Abhilfe schaffen kann und das Ganze wieder ein bisschen entspannter wird. Genau. Und das kannst du aber auch als wundervolle Lippenpflege verwenden. Ja, denn du hast auch, also die Lippen sind halt ähnlich sensibel wie die Nippel. Scharf, ey. Okay, Multi-Award-Winning for Dry Skin, Luscious Lips and Glossy Bits, Flavor and Fragrance-Free, only one 100% Natural Ingredient. Also das hat nur einen Inhaltsstoff, der 100% natürlich ist. Aber was ist denn da drin? Das weiß ich nicht. Das steht doch. Lanolin. Okay, das ist Lanolin, sagt mir auch irgendwas. Das habe ich auch schon mal irgendwo gelesen. Ja, where you apply it is your business. Wo auch immer du es drauf machst, ist deine Sache. Ja, ist cool. Ne? Kann man auf jeden Fall vielleicht, also wir haben eine Kollegin, die jetzt gerade ein Baby bekommen hat. Vielleicht bekommt sie das dann einfach mal in ihr Babypaket mit rein. Wäre ja ganz nett. So, von Bullrich habe ich hier eine Heilerde-Tuchmaske und totes Meersalz. Zur Beruhigung der Haut, Entspannung und entspannt und beruhigend bei trockener und gereizter Haut habe ich. Reinigt und verbessert das Hautbild. Das kann auf jeden Fall gut für mich sein, für trockene und gereizte Haut. Ne? Ich habe trockene Haut, muss sie aber trotzdem reinigen, weil hier unten geht die Party ab und da kann ich keine Maske verwenden, die meine Haut halt generell nochmal austrocknet. Deswegen passt das ganz gut. Ja, ne? Sagt mir gar nichts, die Marke. Das kenne ich nicht. Und halt so eine Maske als Tuchmaske finde ich schon wieder sehr interessant, dass man halt eine Heilerde-Tuchmaske hat. Ich glaube aber, Luvos hat auch sowas rausgebracht, ne? Ich glaube, das werde ich heute Abend mal ausprobieren. Na, mal gucken. Finde ich cool. Das lässt du drauf und dann machst du einfach sauber. Also abwaschen. Ist cool. Genau. So, Happy noch was? Ja, natürlich. Yay! Da habe ich jetzt ein bisschen mehr noch zu tun. Noch eine zweite davon, richtig gut. Und das hier ist mit Heilerde-Tuchmaske und Hyaluronsäure für einen belebten Teint, erfrischend und belebend für eine glatte und straffe Haut, reinigt und verbessert das Hautbild. Auch das finde ich cool. Ach Mensch! Guck an, da haben wir drei Stück. Nett. Zweimal die gleiche und einmal dann nochmal Hyaluronsäure. Nein, Leute, hier unten drin versteckt sich was und das finde ich ja mal wahnsinnig cool. Von Elf Cosmetics, da haben wir jetzt diese Fusselkram-Sachen von diesen Füllviechern. Und zwar ist das die Opposites Attract Lidschattenpalette. Also Elf Cosmetics ist etwas, was ich bei mir hier in der Gegend nirgendwo im Laden bekommen kann. Also der nächste Müller ist relativ weit weg. Ich glaube, in Müller bekommt man Elf. Ich meine, jetzt aktuell kannst du eh nirgendwo hingehen. Ich sehe es halt nur online. Das ein oder andere Produkt von denen habe ich schon. Habe ich auch letztens von der lieben Zara im Tauschadventskalender was bekommen. Eine Highlighter-Palette und jetzt habe ich hier eine Lidschattenpalette. Krass, ich glaube, ich hatte noch nie Lidschatten von Elf. So schaut es dann aus. Opposites Attract
Eyeshadow Palette. Looks to try. Achso, hier hinten steht dann drauf, wie man dann einen Augenlook schminken kann. Ja, man sieht's, ne? Ich schminke immer so drauf los, einfach wie ich so lustig bin. Heute hatte ich Bock auf einen Eisköniginnen-Look quasi. Das sind schöne Farben. Also hier sind natürliche Farben, aber dieses Lila ist natürlich auch, wie man offensichtlich bei mir auch sehen kann, eine Sache, die mich sehr anspricht. Und ich würde sagen, wir swatchen jetzt mal das ein oder andere. Das Chill will ich auf jeden Fall... Oh, butterweich, richtig schön. Swatchen. Ich weiß nämlich nicht, wie die Qualität von denen ist. Dann gucken wir uns mal Bold an. Einen matten Ton möchte ich gucken. Easy Going ist immer schwierig, ne? Also Easy Going heißt, der Ton ist aber ein mattes Violett. Ist immer schwer. Und dann möchte ich noch gerne mir den Low Key angucken. Das ist so ein heller Schimmerton, den ich dann so zum Highlighten nehmen würde. Der aber auch so ein Pink Shift mit drin hat. Ne? Also das sind so die Töne, die ich jetzt swatchen werde. Oh, das könnte, also ein bisschen krümelig, weil Fingerswatch, ne? Könnte fast schon Duochrome sein, weil wenn ich den so bewege, ist der grau-lila am Schimmern. Das ist der Bold, das ist so ein Kupferton, den mag ich auch gerne leiden. Das Lila gefällt mir, also dieses matte Lila. Und hier haben wir dann diesen Schimmerton, der gar nicht so ultimativ aussieht, wie ich jetzt erhofft hatte. Aber so sehen dann die Töne aus. Bin ich mal gespannt, was ich da für einen Look mit hinbekomme. Wird ausgetestet, ausgeprobiert, genau. Ja, das machen wir an der Hose sauber, weil alles andere fehlt mir gerade. Mensch, das ist, ich, ne, darüber freue ich mich jetzt echt sehr, dass wir da noch eine Lidschattenpalette drin haben. Also, ist nicht selbstverständlich, ne, in der Box mal eben eine Lidschattenpalette drin zu haben. Ihr Lieben, das war jetzt die InStyle-Box und wie gesagt, du zahlst 25 bis 30 Euro für diese Box und bekommst dann so eine Fülle an Produkten. Das ist sehr, sehr abwechslungsreich. Nicht alles gefällt vielleicht so immer jedem, aber ich finde einfach, der Mix macht's. Und ich finde, dass der Mix zu der Winteredition jetzt auf jeden Fall eine gelungene Mischung war und dementsprechend wird es von mir auf jeden Fall ein Go geben. Ne? Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare rein, aber das ist jetzt so meiner Meinung nach mit Abstand seit langem die beste InStyle-Box. Ich glaube sogar die beste InStyle-Box dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob ich mich so weit aus dem Fenster lehnen würde. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch hier gefallen und wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!